Shim shimini, shim shimini, shim shim shiri. Mario Maker geht wieder weiter. Moin. Wir starten ja gerade durch mit Razivi Brothers. Und da müssen wir jetzt erstmal rein. Also da gucken wir mal ein bisschen mit der Feinabstimmung hier. Das kriegt man sowieso nicht mit. Das ist unmöglich. Okay. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass dieser Typ hier so ein bisschen absteht. Ja, aber das ist egal. Hier, das ist natürlich auch tricky, wenn man dann versucht, da drunter zu springen und auf einmal hier schön blindlings in so einen Stachy reinrennt, dann kriegt man auch so ein paar Zustände hinterher. Was ist eigentlich mit ihm hier? Warum dreht er sich um? Doch, ist gut. Wenn er sich umdreht, heißt das mehr Ärger. Das ist schön. Guck mal, der ist nämlich schneller. Oh, oh Gott, was ist denn heute los? Heute gibt's ja nur noch auf die Frisse. Okay, jetzt, da kommt der Pils raus. So, Hammerbrüder in erhöhten Positionen sind übrigens frech. Okay, dann geht's hier weiter. Ja, das ist neu. Und hier muss noch was hin. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas muss da hin. Da kommen wir. Ein Pfeil. Das ist gut, ne? Ein Pfeil. Das leuchtet. Das ist schön. Wenn man da einen Pfeil hat, dann weiß man gleich, aha. Hier geht's wieder zur Sache. Jawollo, dann würde ich hier einfach mal wieder so eine Treppe bauen. Hier in der Mitte das weg und dann natürlich symmetrisch das Ganze hier. Und dann wieder eine 2. Ist das symmetrisch? Ich glaube ja. Was ich jetzt gerne hätte, wäre einfach nur so eine Piranha-Pflanze, die man da so rausspringen lassen kann. Gibt's hier irgendwie sowas? Ich will keine Flammen machen, weil eine Flamme ist Bowser Castle. Bowser ist hier nicht. Das ist hier Green Greens, das ist Level 1. Da gibt es keine Flamme. Wir können ja hier so lustig so ein Abwasserding machen. Und da fallen dann irgendwelche Dinger raus und sind dann kaputt. Ja, Maulwürfel. Maulwürfel finde ich für sowas immer sehr, sehr geil. Achso, da kommen die Maulwürfel raus. Ja, und wenn du Glück hast, dann ja, das ist der. Ich finde das geil. Das Gute daran ist, die gucken ja auch so dämlich. Das finde ich schön. Diese dämlichen Maulwürfe. Ja, die sind immer so. Da kann man auch nichts gegen machen. Die sind einfach blöd. Okay. Dann machen wir das alles hier so ein bisschen generisch. Das Problem ist ja hier Lucky Two. Der ist ja der schlimme Finger hier. Okay, gehst unten lang, kommen die Maulwürfe. Ist gut. Da kommt noch einer. Und dann rennen da die anderen Jungs lang. Jawohl, warum auch nicht. Okay, ich werde jetzt einfach nur spaßig hier so ein paar Blöcke transferieren. So, schön symmetrisch. Und dann hier, dass du dann auch nochmal ein bisschen Spaß hast mit da rüberkommen. Ja, dann muss er wieder rauf und es ist gut. Ja, ja, ist gut. Da kann man leben. Oh, dann machen wir hier nochmal sowas. Okay. Das ist zu viel. 1, 3, 4. Dann plus 2, plus 3. Jawohl. Geht das dann mit dem Springen? Ist das in Ordnung? Okay. Dann lassen wir hier wieder ein paar Maulwürfe rauskraxeln. Nehmen ein bisschen weiter runter. Jawohl. So. Ende. Das ist so blöd. Na gut, das gefällt mir schon mal. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hier so ein Halbschräg. Zack, da kommt das soweit. Ja. Gleich viel schöner. Okay, da. Dann ist hier Ende. Nee, Ende ist. Kann ja auch ganz frech sein und kann dieses Exit einfach so machen, dass du dann da bei dem Maulwurf dann rauskommst. Wie ist eigentlich schöner, wenn ich das so mache, dass ich so wirklich aus dem Untergrund komme, oder wenn ich das auf das hier drauf mache, so. Also ich glaube, bei Super Mario ist es ja immer so. Ja. Okay, dann lassen wir das auch so. Okay. Nee, das muss gleichmäßig. Okay. Hier, Skate or Die, da muss er dann hoch. So, das da oben weg. Wie ist das mit Ranspringen? Funktioniert das? Das ist noch nicht mal schwierig. Das heißt, den ganzen Spaß machen wir einen nach links. Okay, so ist gut, so ist gut. Dann haben wir hier auch ein bisschen Tricks drin. Ja, da muss ich schon aufpassen. Also das ist schon eine Nummer härter hier. Vor allen Dingen, wenn du hierbei nochmal von sowas verfolgt wirst. Ja, der Rest geht doch. Der Rest geht doch. Dann machen wir hier nochmal. So. Das ist hier die Rille. Das ist schlimm hier.
Das ist der Tod. Das ist der Tod, der wohnt da. Der Tod schlechthin. Und der wird nach dem Krieg wieder jedes Mal gezielt. Da, pass auf, da kommt der Tod jetzt raus. Der Tod im Sinne von... Mach alle platt. Das ist nämlich hier... Swaggy Megalicious. Hier in groß. Mit Flügeln. Und von mir aus gibt er auch Autogramme. Okay, was passiert, wenn der jetzt hier rauskommt? Achtung. Ja, dann ist es hier alles, oh Gott. Da kriegen wir hier Angst. Ja, man muss ja auch einen Grund haben, warum man diesen Teil vom Level skippen möchte, ne? Der ist ja optional an sich. Eigentlich kann man das auch hier beenden. Eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, der Rest ist alles so in Ordnung, ist so in Ordnung. Dann packen wir mal hier noch so einen hin. Der kommt... Nee, warte, da unten, da ist... Das ist Fledermausland. Dann machen wir das alles hier noch gefährlicher. Während der dicke Max da rausrennt, müssen wir dann auch noch mal ein bisschen Acht geben, damit das alles hier noch ein bisschen schlimmer wird. Okay, ja. Sollen wir da auch wieder Maulwürfe rausjagen? Warum nicht? So. Dann sparen wir uns aber den hier. Siehste. Wann kommt der eigentlich? Ich gehe jetzt einfach mal nach rechts. So, jetzt kommen da die Maulwürfe raus, oder wie ist das? Ja, da geht's los. Und da muss man natürlich aufpassen und nicht zu lange warten, weil von oben wieder die Stacheldinger kommen. Und da muss man hier weiter. Das Schlimme ist ja, dass man auch so weit springt. Ja, da muss man wieder nicht warten. Das finde ich nicht gut. Man muss warten. Also bei solchen... Tricksachen muss man warten. Da wird gewartet. So. Und wieder gewartet wird. Ohne Wenn und Aber. Dann kommen da oben noch so zwei Jungs hin. Die lassen es sich mal richtig gut gehen da. Jawohl. Und da die Münzen. Ja, damit man weiß, wo man hier lang muss. Okay. Ja, und Münzen. Münzen. Wie wär's, wenn wir da oben wieder so einen richtigen Hengst hin machen? Also einen, der so richtig zeigt, wo es losgeht. Okay, pass auf. Oi. Ich glaube, das wird zu viel. Kann man da nicht irgendwas Einfacheres machen? Ich glaube, nee, machen wir so einen roten. Einen kleinen roten hier, ne? Einen. Der geht da lang, genau. Der ist von Bruce Willis dahin gebaut worden. Letztes Jahr. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich will eigentlich nur die erste Palette benutzen, so primär. Schmeißen wir da noch so einen Cooper Trooper rein, so einen blöden, der rennt dann da immer runter. Der will nämlich auch ein Maulwurf sein. Wenn er da runter rennt, dann fühlt er sich wie ein Maulwurf, weil er nämlich dann da runterfällt. Jawohl, da ist dann noch so einer. Zack. Yeah. Okay, da kommt auch noch einer. Hier ist einer. Und dann ist hier das... Pff, das ist Quatsch. Dann ist hier Power-Up. Aber Blume gibt's nicht, habe ich gesagt. Das ist feige. Blume wollen wir nicht. Hier ist Pilz. Pilz kannst du haben, aber Blume gibt's nicht. Weil, wenn du hier reinrennst, musst du auch aufpassen. Willst du den Pilz wirklich haben, wenn du weißt, dass da die super Maulwurf-Gefahr kommt? Scheiße, was mache ich denn jetzt wieder? Also, wenn die super Maulwurf... Hier fehlt was. Da, in der Ecke, da fehlt was. Genau da, wo ich der Mario jetzt ist. Hier, da fehlt was. Nee, mach den doch nicht groß. Jetzt wird schieße. Okay, so ist gut. Ich will ja auch nicht, dass die Leute hier einfacher raufkommen. Das ist es ja. Das heißt, wenn, dann muss da irgendwas langradeln, was einen so ein bisschen nervös macht. Er hier, der macht nervös. Der rennt da hoch, der kraxelt hier. Das ist hier Sylvester Stallone und Cliffhanger. Der ist es. Das ist ein Wilden. Und hier natürlich... Ganz gefährliche Jungs. Wo sind denn die gefährlichen Jungs? Da. Zwei gefährliche Jungs. Die haben ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft und jetzt sind sie sauer. Hier rechts kann ich leider nichts mitmachen, weil da unten nur... Also hier ist nur ein Block. Das sieht scheiße aus, wenn sich da alles verfranst. Guck mal, das ist... Ich kann es ja mal zeigen hier. Ja, am Anfang ist es ja lustig, ne? Aber wenn alle da so reinrennen, dann denkt man, ja... Die haben da den Spaß... Bisschen Spaß haben die da, aber... Nee. Wie wär's, wenn wir das einfach einen höher machen? Dann das geht doch so. Guck mal. Ha. Jawohl, dann können wir da auch solche Stachelviecher hinmachen, die dann... Na, zwei. Die müssen dann so ein bisschen kuscheln. Das ist aber auch nicht weiter tragisch.
Ein Lucky Two nur, yo. Aber auch so platziert, dass man den nicht umboxen kann, ne? Ich weiß nicht, ich versuch's jetzt mal, ne? Also theoretisch von hier. Kommt man da ran? Nee. Aber von da rechts kommt man, glaube ich, ran. Junge, komm mal her. Ja, mit Goomba. Nee, auch nicht. Also, wenn du fix genug bist und das mit dem Goomba machst und der schon da ist, dann gibt's ein Fenster, ein Zeitfenster, wo du es schaffen könntest. Aber so weit wollen wir nicht denken. Das wird definitiv nicht passieren. Jetzt brauchen wir hier noch mal ein bisschen Bespaßung in der Ecke. Das heißt, erstmal Münzen. Münzen machen nämlich richtig viel Spaß. Jo. Was sollen die Münzen eigentlich? Weil, überleg mal, wenn man hier ein paar Münzen hat, das bringt eigentlich nichts. Weil man kriegt in diesem Level sowieso nicht genug Münzen zusammen, um irgendwie ein extra Leben zu kriegen. Damit fangen wir schon mal an. Dann machst du 100 Mario Run, dann rennst du ins nächste Level, dann sieht sowieso hier so aus. Spiel mein Level! Nee, das mache ich ganz bestimmt nicht. Hier für die richtigen Hengste können wir natürlich auch noch hier hin. Mal ein bisschen trainieren. Das ist schon... Das ist schon gut, denn, ne? Ja, der macht dann Musik. Was man natürlich auch machen könnte, wäre hier sowas. Und dann, ja, das machen. Oh Gott. Das ist doch der Trick schlechthin. Weil ich weiß nicht, woher dann. Ne, ja, doch, warte, das kommt halt von hier. So. Nee. Nee, das ist... Oh Gott, das ist ja natürlich jetzt... ich habe eine Idee, aber die ist ein wenig frech. Die ist dann eine zum Mitdenken. Aber kann man vorher nicht wissen, deswegen ist sie tatsächlich etwas böse. Na gut, aber das ist ja auch hier das Gimmick. Das heißt ja nicht, dass man es dann hinkriegt, ne? Also, da ist der P-Switch drin. Gut. Du kommst dann hier hin, fühlt sich toll, drückst dann da drauf, zack, alles blinkt und du kommst dann da rein. Jawohl. Rein mit dir in die gute Stube. Dann platzieren wir mal einen Ausgang. Ne? Okay, da. Da ist der Ausgang. Wie habe ich das denn sonst umrandet? So, genau. Hier, der Ausgang ist falsch herum. Wo muss der Ausgang? Das ist ja nur so eine kleine Kammer. Mehr ist das nicht. Das muss ja irgendwie lustig sein. Okay. Da kommen dann nämlich Maulwürfe raus. Damit man mal sieht, was das hier für ein System ist. ja, das ist hier alles Gimmick. Das ist alles Gimmick. Mehr ist das nicht. Okay, dann hier. Ja, ich will ja auch nicht zu frech sein. Also, der letzte gibt dann ein extra Leben. Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Da ist es. Da kommt ein extra Leben. Gehst du da raus? Hier, guck mal so. Geht los. Und da ist ein Maulwurf. Moin. Den kannst du verhauen und seine Brüder auch. Und da kommen die auch alle raus. Das ist ein extra Leben. Weil der Witz ist, du kommst da oben nicht raus. Und dann ist hier Ende. Das ist gut. Dann muss hier aber auch ein Soundeffekt sein. Ich bin so böse. Okay, dann wollen wir mal. Also, du gehst hier rein in die Maulwurffabrik. Und dann kannst du hier anfangen. Dann kommen die Maulwürfe raus. Du kannst ein bisschen farmen, wenn du möchtest. Dann gehst du wieder rein. Und Achtung! Aber wenn du schnell bist, schaffst du es. Das ist der Trick. Sonst... Ja, das... man kommt leider nicht dazu, das Geräusch vollends auszukosten. Und deswegen packe ich das mal woanders hin. So, das war ja hier die Superstrecke. Okay, wenn wir jetzt hier... Ich find's lustig. Ich find's lustig. Wie wär's, wenn wir da das doch anders machen? Also. Da erstmal weg. Nee, das genau. Ich finde dieses Geräusch sowieso so merkwürdig. Moin! Ja, und wenn du da noch P-Power hast, P-Power, klingt auch, dann schaffst du es. Aber sonst ist hier Sense. Okay.
Hier, da oben kommt das hin. Wie ist das, wenn ich da dran springe? Ja, schön. Da kommen die Fangesänge, kommen alle vorbei. Da hat wieder einer ein Tor geschossen. Oh Gott, ich will gar nicht aufnehmen, bitte nicht. Nein, hier wird nicht gezwitschert. Das mache ich nicht. Okay, hier kommt nochmal der Barbo. Der wird fortan auch nur noch als der Barbo bezeichnet hier so. Das ist der Barbo. Wenn du hier lang gehst, ich meine, hier bist du ja schon gut bedient mit dem Lucky Du, ne? Und dann kommst du hier rüber und dann siehst du gleich den Barbo. Oh Gott, dann musst du aufpassen. Der Barbo ist am Start. Und theoretisch, jetzt wissen wir es ja, kannst du den Barbo ja auch skippen, indem du ganz fix bist. Und das für Superprofis hier. Also du gehst erst hier hin, zack. Du hast gesehen, wie ich den Barbo gefletscht habe. Dann gehst du hier ins Los. Holst sie aus der Maulwurfshöhle dann. Extra Leben. Und dann geht's hier weiter. Dann kannst du hier den Barbus geben. Yeah. Ich kann nicht den Peacebridge eigentlich auch so machen, dass der nicht so lange geht. Dass du da einfach nur reinrennst und dann nie wieder rauskommst. Das wäre jetzt schon eine freche Methode, ne? Aber yeah. Nee, leider nicht. Okay, 500 Sekunden sind für so ein Level auch schon ein bisschen zu viel. Nehmen wir mal 400. Reicht vollkommen. Dann sehen die Leute zumindest, dass man sich hier mal ein bisschen Gedanken mitgemacht hat. Okay, jawohl. Und ich würde sagen, Endausfertigung machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis morgen.